Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Stray Blade. Ja, ich bin exakt an der Stelle, wo wir zuletzt aufgehört haben. Jetzt dürfte sich das Spiel in vielerlei Hinsicht für uns öffnen. Ich glaube, das Gift hier ist Geschichte. Und wir haben diese wahrscheinlich letzte Fähigkeit hier gefunden, dass wir diese unsichtbaren Dinge sichtbar machen können, also Brücken generieren können und so ein Kram. Was mich jetzt ein bisschen stutzig macht, der Boss da, der hat sich doch dreigeteilt und ist dann abgezwitschert. Was ist denn damit? Hat sich das erledigt oder was? Mussten wir ihn nur einmal finden? War das wie ein Trick oder was war das? Was soll das? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, ich habe gesehen, dass da jemand mit mir quatschen möchte. Ja, jetzt können wir natürlich unfassbar viele Secrets eventuell auch noch aufdecken und so weiter und so fort. Da unten chillen sie rum. Now we could go to Engla, if I just knew the way. But with your strength and my wits, we should have no problem finding it. Hey, Farron. Farron West, are you even listening? These towers weren't there before, right? You're right. They were previously hidden by the Xenon. Let's go explore them. Right. We will find our way. So you did listen. Okay, will der noch was von uns, oder was? Oder ist das wieder ein Bug? Wahrscheinlich, oder? So, hier können wir wahrscheinlich runterkicken. Genau. So, und jetzt ist halt die Frage, wir könnten echt ein bisschen Backtracking vertragen, wir könnten einfach so ein bisschen durch die Gegend streifen. Ich würde sagen, wir streifen durch die Gegend und gucken mal, was passiert. Backsteppen so ein paar Gegner und dann wird das schon. Vielleicht droppt uns ja noch was Schönes und wir müssen halt diese ganzen Mega-Waffen da noch finden. Oh, was mache ich da? Beziehungsweise bauen und so weiter. So, sehr schön. Und genau, und wir müssen natürlich noch ein bisschen leveln und so. Ah, das haben wir natürlich auch noch. Und wir können jetzt Gegner einfrieren, was natürlich mega nice ist. Der da hinten ist zum Beispiel jetzt gefroren. War gefroren. Genau, und jetzt muss ich gleich auch noch hingehen und mal gucken, wie das ist, wenn ich jetzt hier... Was ist? Kann ich dann backsteppen eigentlich? Nee, das jetzt nicht. Das wäre auch zu amok gewesen. Ja, ja, bleib mal locker. So, Fähigkeit ist nicht bereit. Ist trotzdem amok, ne? Alter. Jo, jetzt müssen wir natürlich, ich wollte eigentlich die hier machen. Oh, wollte ich gar nicht. Oh, ich habe mich verdrückt. Ich wollte eigentlich, was wollte ich eigentlich? Ja, das wollte ich auch nicht. Ah, hier oben, L, B und B. Ich wollte Bochi rufen, das wollte ich eigentlich machen. So, ich habe mich gerade gefragt, wo steht das überhaupt? Unten rechts sieht man das ja gar nicht mehr. Ja, klar, es ist halt oben links, ne? Ja, gut, da hinten kriegen wir noch Weisheitspunkte und ich wollte noch leveln und so ein Kram. Und hier könnte man die Schmiede, aber an der Schmiede ist gerade nichts verfügbar. An die Weisheitspunkte hier komme ich nur ran, wenn ich rüberjumpe, was wir natürlich jetzt machen. Wow, 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 was war das gerade? So, und dann können wir uns auch gleich den Skillbaum mal ansehen. Wiederkehrender Abschied. Ein Weisheitspunkt. Die Assassine sterben aus. Bald wird niemand von uns übrig sein. Das letzte Kind wurde vor Jahrhunderten geboren und durch die Gefechte an den Grenzen der Regionen verschwinden immer mehr. Unsere Leute werden sehr alt. Aber wie oft musste ich mich in jüngster Zeit von meinen alten Freunden verabschieden, um ihre Geister in den Flux zu leiten. Ich hoffe, dass sie wenigstens dort den Frieden finden, den sie in unserem neuen Leben in Akrea nicht fanden. So, Skillbaum-Party. Wie sieht's aus? Was können wir machen? Immer noch die Waffe hier bauen. So, da müssen wir gucken. So, was haben wir jetzt hier? Wo ist der Skill? Hier oben, oder was? Ne, Fleisch und Stahl, wahrer Mut. Hier, das da, oder was? Machtverschiebung. Bin ich gerade bescheuert? Ist das kein Skill hier? Auge um Auge, Blutrausch, Lebensdieb, Machtverschiebung, Fleisch und Stahl, wahrer Mut, Entladung? Nö. Nö. Oder? Wilder Sprung? Mhm. Jetzt bin ich gerade doch ein bisschen irritiert oder verpeilt. Boah, ich komme heute noch gar nicht rein. Mein Kaffee wirkt noch nicht. Deine Angriffe haben eine Chance von 20% kritischen Schaden zu verursachen. Sowas will ich. Du verursachst und erleidest doppelten Schaden. Nö, kein Bock. Das finde ich immer so... Ja gut, klar, man erhält auch mehr Schaden, wenn man eine super dicke Rüstung trägt und defensiv spielt und so ist das vielleicht ganz nice und hat dann... Also defensive Ausrichtung hat oder halt saugut spielt und dann halt doppelten Schaden macht. Aber ansonsten... Die Belohnung müsste höher sein als der Verlust sozusagen. Da müsste jetzt stehen, du machst doppelten Schaden, erhältst aber 30 oder 50% mehr Damage. Da würde ich ja noch sagen, ja komm, mach ich oder so. Aber hier 1 zu 1 Tausch ist halt nervig.
Ne, ich kann das gar nicht jetzt irgendwie hochskillen, hier diese andere Fähigkeit da. Bei den anderen konnte ich es doch, oder? Wie hießen die nochmal? Oder bin ich hier gerade... Ne, das ist ja Boots-Fertigkeiten. Bin ich gerade falsch? Ne. Die anderen Sachen konnte ich doch... Genau, hier Arkane Explosion, das war diese Boji-Fähigkeit. Dann haben wir hier schnelle Erneuerung, ist ja Boji-Passiv. Wilder Sprung ist auch Boji-Passiv. Das hier ist auch irgendwas Boji-Passives mehr. In seltenen Fällen wehrt Boji einen eingehenden Angriff ab und verwirrt den Angreifer. Auch nice. So, und dann haben wir da oben, ja, die anderen Sachen. Diese Shinnon-Fähigkeiten konnte ich gar nicht leveln. Die konnte ich, glaube ich, hier rüber leveln, ne? Dass die irgendwie schneller wieder am Start sind und so. Ging das nicht so? Genau, die Abklingzeitverringerung hier. Genau, das war das. Ah, okay. Das geht dann über diese Spezialwaffen. Okay, alles klar. Ich glaube, dann weiß ich Bescheid. Hoffe ich, denke ich. So, latschen wir einfach mal weiter. So, hier. Irgendwas labert da. Aber spielt ja jetzt keine Rolle. Was geht mit dem ab? Hallo? Hey, hallo, bleib mal ganz locker hier. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, sich hinter ihn zu stellen. Genau deshalb, weil die diese blöden Moves da machen. So, Boji ist noch nicht am Start. Na, ich stehe zu... Oh, ich stehe viel zu lange offen. Was? Ah, okay, alles klar, danke. Gibt's XP dafür? Ich hoffe doch. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Ich laufe einfach mal querbeet so durch, ne? Da hinten ist noch was. Oder? Da hat doch was gerade geleuchtet. Kann ich die dann backsteppen? Ah, okay. Das war jetzt nicht so clever. Ich bin noch nicht so ganz drin im Game. So, wir könnten noch das hier machen. Ich kann natürlich die ganzen Angriffe natürlich auch verbinden hier. Mit randodgen, genau. Und dann hier den und dann finishen. Ja, nice. Wenn man einfach alles raushaut, geht's auch so ein bisschen. So, dann hier irgendwie den da macht, ran dodge, dann einfriert und dann reinkloppt. Ja, da kann man schon immens viel machen, ne? Und wenn man dann Glück hat, ein Boji ist noch gerade am Start oder man spielt nicht grottenschlecht, braucht man eigentlich nur eine Angriffssalve und dann läuft das schon. So, hier dafür sorgen, dass er... Oh, was ist jetzt? Was ist jetzt? Hallo? Gut, die Fähigkeit gefällt mir nicht so gut, das dauert einfach zu lange. So, sehr schön. Gegner hier geben super viel XP, kann das sein? Sind auch ein bisschen härter. Herzbeere, jo, heilen wir uns mal hoch. Liegt hier noch was? Ah, SS-Sine-Zeugs. Hä, da ist nur noch was. Ah, okay, will er Alz noch holen? Mach mal. Keine Farbe oder sowas. Wieder eine Schmiede. Schei mich mal wieder. Und dann den genau ranziehen. Ah, sehr schön. Am Schluss eigentlich den Speed-Move da machen, dass man ranspringt. Und so kann man die dann schön aus dem Tritt bringen. Gut, alles klar. Alles weggebollert. Wo muss ich denn hin? Was mache ich denn? Alter, was geht denn ab? Bin ich wirklich zufällig richtig gelaufen, weil ich gesagt habe, ich laufe mal in den Westen. Genau, es gäbe hier noch das hier. Kann ich jetzt nichts machen. Aber vielleicht wäre ich da auch einfach gar nicht hingekommen. Vielleicht war das die einzig logische Möglichkeit. Das kann sein. Okay. Wie gesagt, Backtracking wäre jetzt echt mal mega angesagt. Auch die letzte Waffe, die wir da hätten mitnehmen können, das ist ja gerade hier hinter uns. Sollen wir die mal holen gehen? Meint ihr, ich finde die wieder? Jo, oder? Die war ja direkt hier hinter uns. Da hätten wir wenigstens wieder eine Waffe, die wir hochziehen könnten. Gut, dann müsste ich noch zu dieser magischen Dingens da. Arkanschmiede, wie auch immer. Aber die war jetzt gerade hier. Das war ja hier irgendwo, wo ich diese Brücken da schlagen musste. War das schon hier? Und dann hochlatschen oder sowas. Ich glaube, hier war es noch nicht, ne? Aber hier ist ja trotzdem auch irgendwas, oder? Ich hoffe, das ist jetzt das Einzige hier. Hallo. Da laufen wir durch. Da liegt was am Boden. Da können wir noch irgendwie hochklettern. Komm, was ist dann? Da ums Eck muss noch was liegen. Oder auch nicht. Oder ich muss doch runterspringen oder so. Oder war das nur eine Laterne, eine doofe? Mhm. Ah, hier. Blau-Violett. Traumhaft. Ist ja schön. Und jetzt kann ich hier hinten dran fallen und bin dann
komme nicht mehr raus, oder was? Ne, da liegt doch noch was. Ach, ist ja Wahnsinn. Ja, jetzt könnten wir wirklich so auf so Erkundungstour gehen. Das wäre eigentlich echt sinnvoll. So, machen wir den da. Ja, wie gesagt, man könnte sich hier noch genauer umsehen. Jetzt laufe ich, glaube ich, gerade zurück. Jo. Also gehen wir mal noch hier raus, was da eventuell ist. Nochmal Chinon und Knochenstaub. Ich bin begeistert. So, dann die neue Farbe da, Anpassung. Alle blau-violett oder sowas war das, ne? Das da. Ach, sind wir nicht schön. Sind wir nicht süß. Okay. Laufen wir mal so drum. Macht aber schon irgendwie Laune. Das dann auch immer direkt auszuwählen und zu nutzen und so. Und natürlich sind wir jetzt wieder ein Stück weitergekommen hier, was die Gesamtheit des Games angeht. Mega nice. So, ich glaube, ich muss doch da irgendwo hoch und dann die Brücke da schlagen. Irgend sowas war doch da, oder? Ich weiß, ich laufe gerade falsch. Ich will nur mal ganz kurz gucken, was hier los ist. Da chillen sie rum, die Kollegen. Gibt mir nichts. Boah, was ist denn da mit dem... seht ihr das immer? Dass so kurz die Framerate völlig einbricht. Aber so wirklich völlig. Komm, hallo. Dann halt so den da... Ja, schnelle Waffen wären hier irgendwie sinnvoller. Was ist mit Bochis Fähigkeit? Hat er gar keinen Bock mehr, oder was? Haha. Ist das Amok oder diese Fähigkeit dann direkt danach nutzen? Ich glaube, das wäre sogar sinnvoll. A, dann X und dann Y. Dann habe ich eigentlich super viel gemacht. So, jetzt hier, weil die super lang dauert. Und dann hier ran dodgen und Damage machen. Und dann ist eigentlich relativ schnell Feierabend. Jo, so geht's echt, ne? So hat man eigentlich eine schöne Kette. Vor allem, wenn die Fähigkeiten noch schneller und länger andauern, ne? Schneller gehen, länger andauern, jetzt hier. Und dann finishen. Fertig, das war's. Mega nice. Eigentlich nur die Kette halt spielen. Was ist da mit dir? Da mache ich das gleiche doch wieder. So, jetzt dann ran dodgen. Und wenn man noch Bochi hat, noch umso besser. Dann kann man den auch noch rufen. So, das hat ihn irgendwie jetzt gerettet, der ganze Krempel hier. Gut, aber nice. Zum Farmen und so geht das schon klar, ne? Hat jetzt halbwegs gut geklappt. Alter, die Framerate. Hallo, Spiel! War ich hier schon mal? Weil hier noch Zeugs rumliegt und so. Gut, holen wir's mit, ne? Ah doch, daran kann ich mich irgendwie erinnern. Irgendwas war da mal. Aber irgendwie macht's gerade Bock, so durch die Gegend zu streifen. Ich heile mich mal voll und hol mir den Kram hier mit. Ich weiß noch, dass wir so komischen Weg gehen musste, um dorthin zu kommen, wo man dann diese Brücke da schlagen darf, kann, soll. Ich glaube, ich laufe gerade völlig falsch, ne, und zurück und so. Da liegt trotzdem noch schöne Spiegelzeug, Spiegelpilz, gib mir sie her. Genau, die will ich ja immer. So, nerv nicht, nein, nerv nicht. Ich glaube, da oben war ich falsch, oder genau, das war der Giftmoment. Also da war zum ersten Mal diese Giftmechanik, glaube ich, am Start. Und da oben will ich hin. Und das war dann, glaube ich, hier hoch... Ist das hier ein Zeichen dafür vielleicht sogar? Dass man darauf achten muss, wenn so Zeichen da am Start sind? Und dann musste ich mich irgendwo hier hochglitschen oder hab das damals so gemacht? Hier links oder sowas? War das so? Oder bin dort hochgesprungen? Wir versuchen es mal zu finden. Da könnte ich auch wieder eine Brücke schlagen. Vielleicht geht es sogar ganz leicht. Ich muss nur die Brücke hier schlagen. Eine Brücke schlagen zur legendären Waffe. Yay. Nee. Was? Och nö. Ach so. Okay, alles klar. Ich war richtig. Moment. Ein Totenkopfgegner. Mega nice. Da machen wir doch gleich mal unsere neue Taktik hier. Muss ja eigentlich nur ein bisschen... Was? Muss ja eigentlich nur ein bisschen Damage machen. Genau, was es ja macht. Das funktioniert schon so halbwegs. So. Ja, geht doch. Ein Ravu war das, ne? Nur, dass wir Bescheid wissen. Und da hinten ist ein Pilz, den ich, glaube ich, noch nicht aktiviert hatte, weil ich das damals gar nicht konnte, weil ich die Brücke nicht schlagen konnte, ne? Dann machen wir das doch mal. Da kann ich mich zumindest mal nochmal hierher porten. Sollte ich irgendwann checken, wie ich nochmal dorthin komme. Ja, fühlt sich doch noch einen schönen Abgefarmer an, das Ganze hier. So, Fähigkeit nutzen, reinrotzen und finishen. Sehr schön. Alter, Leute, wie wir abgehen. Einfach durch die Fähigkeiten, ne? Und die müssen wir jetzt doch schon schnell skillen, um die Abklingzeiten nochmal krasser an den Start zu bringen. Was natürlich dann schon hilft. Machen wir das gleiche wieder. Ups, das war falsch.
Na, falsche Reihenfolge, bitte. Naja, egal. Klappt trotzdem. Nice, nice, nice. Viva, abgehen, das ist ja traumhaft. So, jetzt kriege ich gleich einen Arroganzanfall und bin tot. Wie immer. So, hier den da. Erdbeben. Sollte treffen. Und fertig. Fertig ist die Geschichte. Traumhaft. Sehr schön. So, hier können wir unser Pilz nutzen. Beziehungsweise das ganze Ding da erkennen. Da hochbrettern. Pilz freischalten. Und wir können zumindest mal hierher porten. Mega nice. Wiedergeburtsschrein. Ungelöst. Ja, da ist das Rätsel. Ja, müsste ich da irgendwie mal hinrennen. So, da stürzen wir runter. Wie gesagt, zum Dingens kommen wir nicht da hinten hin. Also zu dem Turm. Ich bin ja das letzte Mal auch irgendwie hingekommen. Also muss es ja einen anderen Weg geben. Hier ist der Wiedergeburtsschrein-Dingens. So, können wir mal machen. Wie bin ich denn da hochgekommen? Was war denn da der Weg? Keine Ahnung. Irgendwie bin ich da hinten hochgekommen. War das doch auf der anderen Seite? Muss ja irgendwie da... Hä? Wie bin ich denn dorthin gekommen? Nein! Nein! Irritationen! Nee, es war bestimmt die andere Seite, oder? Ich weiß nur noch, dass ich irgendwie so komisch irgendwo rumgekraxelt bin. Nerv nicht. Geht das von hier? Lalala, kann ich mich da irgendwo hochziehen? Da kann ich doch hoch und dann kann ich vielleicht rüberspringen und hab das doch vercheckt. Oder eben nicht, weil es doch hier geht und da ist es auch falsch. Scheiße. So, gehen wir einfach mal da hoch. Vielleicht war es doch richtig und ich hab's falsch in Erinnerung gehabt. Jetzt wird's ein bisschen absurd, oder? Absurd weit weg. Ah, was ist das da? Hallöchen. Da ist auf jeden Fall eine Farbe und da ist ziemlich viel Gift. Und da ist so eine Giftpflanze, sehr schön. Wir sind immun, wir sind immun. Hallo, ich bin immun. Nerv mich nicht. So, hier den da. Ich sehe die Welt mit meinen Augen. Und da ist eine Farbe, schön. Und da haben wir schwarzbraun, traumhaft. Und da ist ein Bäumchen. Und ich habe einfach vergessen, wie ich dorthin gekommen bin. Irgendwie ging... Hallo, ich wollte... Nee. Och, nee, come on. Ich wollte eigentlich zu einer anderen Pflanze... Wie bin ich denn dorthin gekommen? Das kann doch nicht wahr sein. Warum übersehe ich denn das jetzt? Da irgendwie oben drauf. Und da konnte man so rüberjumpen. Ja, ist halt nicht möglich jetzt gerade. Framerate-Einbrüche des Todes. Und ich bin wieder dort, wo ich war. Traumhaft. Vielleicht konnte ich aber vorher da hochrennen und da gab es doch... Nee, dann... Hä? Oh, keine Ahnung. Nee, macht keinen Sinn. Ich bin irgendwo hier links rüber. Irgendwas war damit, jetzt gehe ich mal links. Okay. Okay, alles klar. Und dann konnte ich hier... Das hier habe ich wahrscheinlich als Glitch empfunden. Stimmt, ich erinnere mich dran. Ist kein Glitch, logischerweise. Dann konnte ich hier springen und nochmal springen. Sehr schön. Dann habe ich hier irgendwas betreten. Jetzt kann ich hier die Plattform rufen und kann rüberjumpen. Und kann mir das Säbel des Todes holen. Auf geht's. Oh, Framerate. Hallo, Spiel. So, Säbel des Todes. Oder so. Shinon Katana. Jawohl. Sehr schön. Sammelobjekte, Assassine-Entwurf gefunden. Geht doch. Wunderschön. So, jetzt gucken wir uns das Ding auch noch irgendwie an. Gut, das hier wird noch schönen Schaden machen, hat noch eine ordentliche Reichweite und so, ist super lahm. Und das Ding hier ist halt schneller, macht ein bisschen durchschnittlichen Schaden und so ein Krempel. Und was würden wir da freischalten? Das ist da oben. Regenerative Parade. Bei erfolgreichen Paraden stellt Farron mehr Energie wieder her. Traumhaft. Und wir würden die Shinon-Abklingzeit verringern. Oder könnten wir verringern. Jo, nice. Alles klar. Wissen wir Bescheid? So, machen wir weiter in der nächsten Folge. Ich muss mal eine dieser zwei Waffen da mal bauen. Vielleicht sollten wir einfach zur Arkanen Schmiede mal gehen oder so. Shinon einsammeln. Jetzt falle ich gleich runter oder so. Oder? Ah, war nur hier vorne. Macht aber Laune, so ein bisschen den Kram jetzt hier abgrasen. Und das hier sieht auch noch secretmäßig. Ah ne, das war das, wo wir waren, genau.
So würde ich jetzt hier in den Bereich kommen, wo man auch nochmal diese Secrets dann hier absteuern oder ansteuern kann. Gut, alles klar. Sehr schön. War doch in Ordnung. Da haben wir ein bisschen was gefunden. Eine legendäre Waffe sozusagen, die wir dann noch bauen müssen. Das machen wir dann im nächsten Part. Ich kann mich ja wieder hier hinporten an den Pilz. Da könnten wir hier weitermachen. Jo, klingt eigentlich alles so ziemlich nice. Können wir die Waffen hochleveln, diese legendären da, und kommen ein Stück weiter. Wunderschön. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.